Am Düsseldorfer Flughafen ist am Vormittag einiges los. Nach der Pandemie steigen wieder mehr Passagiere in die Flugzeuge. Diese Branche ist ein großer CO2-Produzent, solange sie mit wenig erneuerbaren Energien betrieben wird. Das muss sich rasant ändern. Nur so sind die Pläne der EU umzusetzen. Die EU will vor allem den Verkehr, die Stromproduktion und die Schwerindustrie rannehmen. Die Industrie muss Verschmutzungsrechte, sogenannte Zertifikate, erwerben, um CO2 ausstoßen zu dürfen. Jedes Jahr gibt es weniger Zertifikate zu kaufen, die dann auch noch teurer werden. So wird der CO2-Ausstoß für die Industrie teurer und sie wird mehr in erneuerbare Energien investieren, so der Plan. Heute können wir sagen, dass wir halten, was wir versprechen. Die Verhandlungen des Parlaments führten zu einem guten Ergebnis. Ein Ergebnis, das gut ist für Europa, für seine Bürger, für den Planeten und nachfolgende Generationen. Europas Plan ist teuer, aber alternativlos. Ein Balanceakt ist es, die Wirtschaft zwar quasi zu zwingen, umweltschonender zu produzieren, aber international wettbewerbsfähig zu halten. Andere Länder investieren zwar auch in Klimaschutz, sogar China, haben aber mehr Schlupflöcher, doch noch unter hohem Schadstoffausstoß Produkte dafür billiger auf den Markt zu bringen. Doch die EU trifft Vorkehrungen, mit denen auch Klimaforscher wie Niklas Höhne vom New Climate Institute gut leben können. Es wird auch ein neues System geben, das den Produzenten, die außerhalb der Europäischen Union produzieren und Waren nach Europa importieren wollen, die müssen quasi sehr ähnliche Regeln befolgen. Das ist sehr gut, weil sonst würden die Emissionen ja einfach nur noch außerhalb von Europa ausgelagert werden. Das will man ja vermeiden. Wir alle müssen uns darauf einstellen, dass nicht nur das Fliegen teurer wird. Wir alle werden die ökologische Transformation mitbezahlen. Dabei haben wir Deutschen noch Glück. Beim Thema Heizen und der Gebäudedämmung herrschen schon jetzt sehr hohe Standards. Die EU will diese übernehmen. Damit werden für uns zumindest diese Bereiche nicht noch teurer.